Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Anime-Serienfreund. Schön, dass du dieses Special Unboxing hier angeklickt hast, in welchem ich dir nun gleich die Collector's Edition der Anime-Serie Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai präsentieren möchte. Und du siehst ja schon alle nötigen Infos eingeblendet. Und ja, wenn dir das gefällt hier, was du gleich sehen wirst, ich rate dir, schlag zu, es sind nur noch wenige Stückzahlen verfügbar von der Collector's Edition. Der Sammelschuber, wo die beiden Digipacks reinkommen, der ist auch streng limitiert auf 500 Stück, ist aber schon meines Wissens nach restlos ausverkauft im Akibabas Shop. Es gab nur noch ein paar Restexemplare auf der Animagic und da möchte ich an der Stelle einhaken und mich bei der lieben Katrin dafür ganz herzlich bedanken, dass sie es mir ermöglicht hat, den Schuber noch euch vorstellen zu dürfen. Ich habe ihr das Ganze natürlich bezahlt, sie hat mir den per Post dann geschickt, weil im Akibapass-Shop habe ich es leider verpasst. Auf der Animagic gab es noch ein paar Exemplare und sie hat eins noch ergattern können für mich und für sich natürlich auch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Unboxing. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, das Video wird sehr, sehr lang werden. Und bitte bleibt auch bis zum Schluss dran. Also viel Spaß jetzt mit dem Unboxing. Ja, und so sieht sie dann nun aus, die Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, und das ist jetzt das zweite und letzte Mal, dass ich den Titel nenne, Collector's Edition zu der Serie, und das wird jetzt erstmals ein wenig untypisch, denn ihr seht schon, das Ding sprengt quasi den Rahmen, ein riesen Oschi. Ich hatte gedacht, DIN A4 oder so wird das, es ist doppelt so groß, keine Ahnung wie groß. Ja, hier haben wir den Schuber, hier das zweite Volume und das Volume 1 befindet sich da drin, deswegen untypische Reihenfolge. Beginnen wir dieses Mal mit dem zweiten Volume. Das ist alles sehr, sehr weich und auch hochglänzend, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich halte mal hier die Hand davor, damit ihr mehr sehen könnt. Richtig coole Verarbeitung und der Zeichenstil, der hier vorn drauf gewählt wurde, sehr knuffig. Also wirklich wunderschön umgesetzt. Grandios. Von der Seite den Titel, den ich jetzt nicht nochmal nennen werde. Und dann den Vermerk auf das zweite Volume. Hier unten ist nichts, übrigens hier oben auch nichts. Von der Rückansicht sieht das so aus. Und richtig schick. Ja, etwas zu weiß für meinen Geschmack. Aber hier haben wir diese zwei Blubberblasen. Dann, worum es in der Serie geht. Dann den Episodenguide, was hier so enthalten ist. Und dann hier die Scene-Shots, die fast nahtlos wirken, aber nicht nahtlos aneinander gereiht sind. Dann hier die Angaben zur Blu-ray-Disc. Einfach Bild anhalten, durchlesen, wenn ihr das mögt. Hier der EAN-Code. Und hier seht ihr schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was jetzt kommen wird. Der Schuber ist, ja, lässt sich sehr einfach bewegen, ist aber dennoch stabil, muss ich sagen, ist gut umgesetzt. Hier seht ihr erstmal nicht viel, deswegen fangen wir mit der Seite an. Ein kleines Manko, das ist fest aufgedruckt. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Das ist ja in dem Schuber drin, würde kein Mensch sehen. Das Motiv ist auch hier wieder traumhaft umgesetzt. Wunderschöne Farben und Kontraste. Sehr genial. Und ja, ihr könnt es euch sicherlich denken, ein wunderschönes Panoramabild. Sehr, sehr geil. Ich finde das traumhaft schön mit dem Himmel. Und auch der Filmtitel, der hier so im Meer so halb eintaucht. Sehr geil. Von innen etwas, ja, minimalistischer. Hier seht ihr, ist die Sonne schon weiter untergegangen. Hier, die Disc hole ich jetzt nicht raus. Das sieht dann genauso aus. Aber hier habt ihr nochmal einen Blick auf die Disc werfen können. Und den Schuber hatten wir eben schon. Jetzt kommen wir noch zu dem Sammelschuber. Ja, und wie eben schon gesagt, geht es jetzt weiter mit dem Sammelschuber. Der ist auch limitiert. Und eine nette Dame, ich glaube, es war ein nettes Mädchen von Facebook. Wenn es ein Junge war, dann tut es mir an der Stelle natürlich leid. Hat es mir ermöglicht, den hier von der Börse, also von der Animagic war das, glaube ich, gewesen, mitzubringen. Ein richtig geiler Schuber im Hochglanzdesign. Und ich werde deinen Namen nochmal in der Infobox verlinken. Vielen Dank an der Stelle tausendfach, dass du mir das hier mitgebracht hast. Und traumhaft schön. Ihr seht schon, das Motiv geht komplett rum. Und die Verarbeitung ist auch hochwertig. Das Design hat so leichte Farbklecks-Design-Art. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll. Ist aber richtig cool. Also mir gefällt das absolut. Hier unten dann noch Aniplex, bla bla, der EAN-Code. Von hier oben der Himmel, der hier mit rumgeht. Also da
ist wirklich alles nahtlos und die Verarbeitung ist, wie gesagt, top. Ihr müsst natürlich den dann ganz schön dehnen, damit das alles dann wieder in eine vernünftige Form kommt, denn das war alles eingeschweißt gewesen. Und das schauen wir uns dann ganz zum Schluss noch an, ob hier auch wirklich beide Volumes reinpassen. Und nun geht es weiter mit der Collector's Edition. Ja, und weiter geht's mit der Collector's Edition in diesem monströsen Karton. Die war natürlich eingeschweißt und hier war ein FSK 12 Logo auf dem Karton drauf, aber das hat sich rückstandslos entfernen lassen. Ich habe das natürlich schon für das Video hier alles vorbereitet. Schaut euch mal dieses geile Motiv an. Ich hole es mal näher ran, sofern mein Stativ das hier erlaubt, wegen der Nähe her. Richtig genial, die Farben, die Kontraste, das ist alles wunderbar umgesetzt. Es fühlt sich an, ja, es ist leicht weich, muss ich sagen, wie so ein gigantischer Puzzlekarton, könnte man schon sagen. Hier nochmal der Titel, den ich jetzt nicht ausspreche. Ist auch sackschwer, sind natürlich alle Sachen drin, die habe ich nicht rausgenommen. Ist richtig genial. Und auch hier diese Verzierung, diese Ornamente mit den Blumen. Wunderschön, traumhafte Umsetzung, sehr, sehr, sehr schick. Und hier oben auch nochmal der Titel, so, jetzt auf dem Kopf, ganz klar. Von der Seite, ob ich das jetzt hier unfallfrei hinkriege, von der Seite seht ihr auch, das Ding ist richtig dick. Hier ist natürlich auch alles designt, ich muss aufpassen, dass ich mein Stativ hier nicht wegrandaliere. Und hier auch nochmal ein Design und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Hoffentlich fällt jetzt hier nichts rum und geht kaputt. So, und das ist die Rückansicht aus der Totalen. Muss ich ganz schön lange Arme machen, um das hier reinzubekommen in den Winkel. So, und von der Nähe betrachtet, seht ihr hier alles, was so enthalten ist. Die Tasse mit dem Motiv, das ist natürlich hier oben dann das ausgerollte Bild, damit ihr seht, wie rum das dann alles aussieht. Hier das erste Blu-ray-Volume, wie eben schon angesprochen. Die Buttons. Hier unten dann der Postkartenkalender, das Mauspad 30x70, habe ich mir alles schon angeguckt, richtig geil. Und hier nochmal der Vermerk, Copyright, bla bla. Und jetzt muss ich das Ganze nochmal umdrehen. Ah, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. So, puh. Als nächstes werfen wir einen Blick ins Innenleben. Ja, und nun lüften wir das ominöse Geheimnis. Wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen wie einen gigantischen Puzzlekarton und dementsprechend leider Pappe, grau, ohne irgendwas. Naja gut, meckern auf höchstem Niveau, ansonsten ist das hier wirklich astrein verarbeitet. Ich muss erstmal hier umräumen, weil das echt gigantisch ist. Und hier könnt ihr schon mal einen ersten Blick erhaschen in das Innenleben. So sieht das aus. Natürlich ist alles eingeschweißt gewesen, muss ich dazu sagen. Aber ich kann jetzt hier nicht stundenlang Folie auspacken. Das will ich euch ersparen. Wir beginnen als erstes mit der Tasse. Wunderbar. Ihr habt ja schon das Motiv gesehen. Das war übrigens auf dem Schuber auch schon drauf. Ich hole es natürlich nochmal näher ran. Das ist jetzt relativ schwer. Hoffentlich haue ich die jetzt hier nicht live im Video runter. Das wäre natürlich grandios für euch. Was zum Lachen. Richtig cool umgesetzt, allerdings ein wenig milchig, na, durch das Porzellan halt, ist klar. Und halt Tasse, ne? Mit Griff und Henkel und so. So, das nächste, nee, ich tue erstmal hier mit den Extras anfangen. Das ist der Postkartenkalender. Ich hole es mal näher ran, Postkartenkalender, Titel, das Bunny Girl, wunderschön. Es fühlt sich sehr weich an und hochwertig, auf jeden Fall. Hier ein Überblick. Über alles, ihr kennt das ja, Kalenderansicht, was alles so enthalten ist. Von den Motiven her. So. Ja. Und ihr könnt das Ganze auch aufstellen. Man hat hier so eine Möglichkeit. Gut, ich habe jetzt mir selber die Möglichkeit genommen. Also, ihr glaubt es mir vielleicht. Ja, gut, jetzt geht's hier. Das steht auf jeden Fall. Ich habe es schon mal ausprobiert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns das Ganze von innen an und blättern das mal hier durch. Die Motive sind richtig cool, sehr hochwertig verarbeitet das Ganze hier und die Motive knackig scharf, farblich, super umgesetzt. Und ihr seht es ja auch, das hat so vorperforiertes Papier, schweres Wort. Ihr seht das hier, denke ich mal, am besten. Da kann man das, wenn man das denn möchte, ich zeige es nur ein einziges Mal, dann abreißen, bekritzeln und wegschicken, wenn man da Bock drauf hat. Dann haben wir hier das Motiv. Ich versuche es so gut wie möglich für euch einzufangen. Und ja, Zahlen, ihr wisst, wie Zahlen aussehen. Und der Monat ist
richtig starker Karton. Ich muss sehen, dass ich jetzt hier nicht 3 Monate gleich mit einmal umblätter. Das Bunny Girl. Sehr, sehr, sehr schick. Viele Zahlen. Dann geht es weiter mit diesem Motiv hier. Und hier drüben dann mal die Zahlen so hochkant. Und der Filmtitel. So, 4. Ah, das lässt sich relativ schwer umblättern, weil es ziemlich starker Karton ist. Diese Szene hier. Wunderschön. So, jetzt müsste eine 6 kommen. Nein, jetzt ist schon 7. So. Dieses Motiv. Auch sehr cool. Mit Miezekatze. So. Zack. Nummer 7. Das ist das schicke Motiv hier. Mit Popo. Und Nummer 8. Mein Lieblingsmonat. So. Das Bunny Girl. Im Wasser. Weil Sommer und so. So, jetzt nicht sehen. Ach, das ist Leute, das lässt sich echt schwer umblättern. Weil es so starker Karton ist. Und dann hier dieses Motiv. Und dann kommen wir zur 10. Zack. Mit diesem schicken Motiv hier. Oktober. Jetzt haben wir es fast übersprungen. Zack. Bunny Girl. Auch cooles Motiv. Und bald ist ja bei uns auch Weihnachten. Passend. Sehr, sehr schick. Mit vielen Weihnachtsgeschenken. So, und das wär's dann. Gehen in den Weißen der Leere. Und wie gesagt, der kann auch wunderbar stehen. Habe ich ausprobiert, habe ich euch gezeigt. Und ich weiß gar nicht, wo mache ich als nächstes weiter. Ja, hier, mit den Buttons. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch in der Schutzfolie gelassen habe. Weil ich da jetzt nicht viel dazu machen will. Ihr wisst ja, wie Ansteckbuttons funktionieren. Das muss ich euch ja nicht erklären und zeigen, großartig. Na, sieht man hier. Die muss ich jetzt nicht unbedingt rausholen. Und das ist natürlich hier wieder verschließbar. Ihr könnt das hier aufmachen, so oft wie ihr wollt, und wieder verschließen. Und das hier ist alles Plastik. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal hier die Mausmatte raus und randaliere jetzt hoffentlich nichts kaputt. Und tue das Ganze mal hier zur Seite, denn ich brauche jetzt Platz. Moment. So. Ja, jetzt machen wir mit der Mausmatte weiter und dann kommen wir zu dem Volume hier noch. Ja, und weiter geht es mit der Mausmatte. Die ist riesig und verkehrt rum. Wunderbar. So. So sieht sie aus. Das ist das Motiv. Habt ihr ja bereits schon gesehen auf dem Karton. Mal aus der Totalen mit Titel. Und nun hole ich es mal so nah wie möglich ran, ohne die Kamera kaputt zu randalieren. Damit ihr auch sehen könnt, wie so die Verarbeitung ist vom Design hier. Ist, denke ich mal, sehr gut umgesetzt. Ihr seht auch minimal diese Poren hier. Das ist wirklich sehr unaufdringlich und super verarbeitet. Das riecht alles nach Gummi. Das wird auch Gummi sein. Ich zeige euch mal hier die Nähte. Das ist feiner Faden. Man kann hier drüber gehen. Man merkt dann hier wirklich den einzelnen Faden, wie das so verarbeitet wurde. Ihr seht es hier an den Kanten, wie die Verarbeitung ist. Und von der Rückansicht, ja, das macht jetzt wenig Sinn, aber ich zeige es euch trotzdem mal, damit ihr seht, was es für eine Unterfläche hat. So eine rutschfeste Gummierung, würde ich mal sagen. Oh, da sieht man meine Fingerabdrücke überall. Und hier ist es dann die Vernähung. Wenn einer von euch Ahnung hat, ich denke mal, das ist wirklich sehr gut verarbeitet. Rutschfest, jetzt bewegt sich natürlich nicht, wenn es soll. Richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich das für meinen Arbeitsplatz nehme. Ist fast zu schade, dass ich das benutze. Aber als Unterlage für das Unboxing hier ist das jetzt optimal. Werde ich mal ein bisschen so positionieren. So, und wie schon bereits erwähnt, kommen wir jetzt zum letzten Part, nämlich dem ersten Volume mit diesem Design hier. Auch wieder ein hochglänzender, sehr qualitativ hochwertig verarbeiteter Schuber. Tadellos umgesetzt. Mit dem Titel nochmal auf dem Spine und hier der 1 und das ist die Rückansicht. Da wieder mit Kreisen, alles ziemlich sehr, sehr im Weißen gehalten, deswegen etwas schwieriger zu filmen. Der Text, die Episoden, die enthalten sind und dann die einzelnen Scene-Shots zur Serie und dann hier die Angaben zur Blu-ray selbst.
und natürlich der ERN-Code. Und ja, hier könnt ihr schon mal einen Blick auf das Innere werfen, was jetzt nicht rauskommen will. Ach, ich krieg eine Meise. So, ja, da seht ihr erstmal nicht viel. Und das Bunny Girl und wieder FSK 12 fest aufgedruckt. Warum? Naja, hier auch wieder hochwertig verarbeitet. Das spürt man wirklich, wenn man das hier so anfasst. Glänzende Oberfläche, diese Pappe hier, und das Motiv auch hier wieder knackescharf, satte Farben, Kontraste, super Umsetzung, und wer hätte es anders gedacht, ein durchgängiges Motiv, was richtig geil aussieht. Der Filmtitel, also der Serientitel, verschwindet hier fast im Hintergrund, ist nicht sonderlich störend, sehr geil. Von Innenleben, ja, Wasser mit Himmel und Wolke, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, und dann hier die Episoden, die enthalten sind, und die Blu-ray. Und nun basteln wir das Ganze mal hier rein. Ich hoffe, das geht auf Anhieb. So. Und nun schauen wir uns mal an, ob hier alles reinpasst in den Sammelschuber. Super. Also ich finde, das passt optimal. Der Schuber, wie gesagt, den müsst ihr ein wenig dazu überreden, mit Drücken und Zerren, damit der von dem Versand und alles, dass alles wieder richtig in Form gekommen ist, weil der ja verschweißt war, aber das ist wirklich stabil, das Ding, das steht wie eine 1, wunderbar. Ihr könnt euch das demzufolge auch so ins Regal stellen, damit ihr nicht diesen riesen Karton runterholen müsst, oder ja, ich werde ihn auf den Schrank draufstellen. Sehr geil gemacht, und ja, das kann man natürlich auch jetzt, ich demonstriere es nicht, kann man natürlich auch bequem hier auch mit in diese Collector's Edition reintun. Das wäre kein Problem an der Stelle. Und puh, mein längstes Unboxing bisher. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierher. Und wir hören uns jetzt hoffentlich gleich wieder im Outro. Ja, lieber Anime-Freund, da wären wir dann auch schon wieder durch mit dem Video. Was heißt schon, das ist richtig lang gewesen, ich weiß. Aber ich bin dir dennoch dankbar, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und nicht vergessen, in die Infobox mal reinzuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte ein Däumchen nach oben. Das zeigt mir außerdem, dass es für dich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise hilfreich war. Und wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Und vergiss bitte nicht dabei, das Glöckchen zu aktivieren. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Danke, dass du das Video angeklickt hast. Dein MovieFan 1982 ist raus aus dem Video. Mach's gut. Ciao, ciao.